Hallöchen, meine lieben Freunde des heißen Höllenfeuers und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Felicitas Extremus mit eurem heißgeliebten Metzel hier an der heißen Lava. Erstmal Musik anmachen, um uns ein bisschen abzukühlen. Ha. Ja, wir befinden uns immer noch ganz tief unten. Wir sind mal wieder am Tiefpunkt angekommen sozusagen. Das Niveau ist gescheitert, es ist ganz unten angekommen. Und so baut das Niveau erstmal ein wenig ab. Immer weiter. Obwohl es ja schon ganz unten ist. Ja, hier ist echt nichts als Kies. Gut, dann lassen wir den Kies einfach mal. So, jetzt hier ein bisschen vorsichtig sein. Wir wollen ja jetzt nicht unweigerlich in die Lava stürzen. Auch wenn ich jetzt glaube, dass einige Zuschauer von euch sich jetzt genau denken, haha, gleich fällt da rein. Und wisst ihr was? Ich glaube, ihr habt recht. Aber wir wollen ja das Ganze nicht zu langweilig gestalten. Zu sicher. So, wer es ja, wenn ihr die letzte Folge geguckt habt, dem ist ja sicherlich nicht entgangen. Oder der weiß es noch. Wir haben unsere Erfolge nicht mehr. Aber ich glaube, meine Anfrage vom letzten Mal, von wegen, wisst ihr, wie man cheatet quasi, die hat sich mittlerweile, glaube ich, gelöst. Ihr seht ja, ich habe sie soweit wieder zurück. Ja, die Schienen, die Lorenbau. Ich muss eigentlich nur hier die Diamanten machen. Und dann bin ich ja eigentlich schon wieder ganz gut dabei. Die Erfolge habe ich letztes Mal schon gemacht, aber naja. Das Einzige, wo es dann wieder dran hängt... Ah, Gold. Das Einzige, wo es dann wieder dran hängt, das wird der Erfolg sein, dass mir einer von euch einen Diamanten zuwerfen muss, zurückgeben muss, je nachdem, wie ihr es sehen wollt. Aber ich denke mal, es wird sich wieder ein bereitwilliger Zuschauer finden, der mir das Ganze, der mir dabei unterstützt. Unser guter King Cyrus kann das ja nun nicht mehr. Er ist ja elendig dahin vegetiert. Beim letzten Mal. Oder vorletzten Mal schon. Ich habe ihm ja einen Gedenkschrein gewidmet. Toll, Kohle. Das interessiert mich, Kohle. So, nehmen wir hier nochmal ein bisschen was auseinander. Ich brauche keine Kohle, Mädchen. Ich brauche Diamanten. Aber das Gold ist eigentlich auch ganz gut erstmal. Kann man auch schön was draus basteln, ne? Ich bin hier der MacGyver. So, ein popliges Goldvorkommen. Das ist ja lächerlich. Ah, okay. Vergiss, was ich gesagt habe. Es sind zwei. So, ich höre da schon wieder was. Aber jetzt habe ich auch so ziemlich viel Lava, was die umrundet, oder? Drüben ist nur... Okay, mach drei poplige Vorkommen draus. Gucken, ob da drunter noch Lava ist. Nein, war es nicht. Oh, eine kleine Goldader, würde ich mal behaupten. So. Jetzt gehe ich doch mal zurück, da meine Eisenspitzhacke doch schon ziemlich im Arsch ist. Werde ich sie gerade mal erneuern. Ich habe hier ein bisschen Eisen gefunden. So. Weil die jetzt fragen, warum ich eigentlich meinen Wassereimer nicht benutze. Because reasons. Es macht einfach so schön hell hier, ne? Wie gesagt, ein bisschen dramaturgische Dramatik soll ja auch dabei sein. So. Treffe ich hier gleich auf das Gold. Auf die Kohle meine ich natürlich. Auf das schwarze Gold. Ah ne, das ist auch was anderes. Das wäre ja Öl dann. So, hallo. Da ist die Kohle. An die ich gerade geschickterweise nicht dran komme. So, die Eisenspitzhacke ist weg. Nehmen wir die nächste. Und wie Sie sehen Sie hier rein gar nichts. Hier ist also kein Eisen. Okay, das ist schon mal wieder gut. Eisen her damit. Brauchen wir. Denkt dran an den Mega-Erfolg, den wir brauchen. Reise 1 Kilometer per Bahn. Obwohl das momentan ja eigentlich nicht möglich ist. Die streiken ja. Also während die Bahndienst nach Vorschrift macht, können wir hier nicht unsere Kilometer reisen. Das geht nicht. So, wir sehen doch vielleicht irgendwie irgendwas. Peter. Oh. Hey, aber im Kreis gemeint. Sehr gut. Dann reisen wir jetzt doch mal hier drüben rein. Weg. Wie ich so vorhatte. Ich hab's mal gesagt, ich finde das total lame. Auf welcher Höhe sind wir eigentlich? 11 sind wir. Können wir mal ein bisschen tiefer buddeln.
Vielleicht kommen wir noch an schönere Orte. Wir waren ja sowieso schon mal ganz, ganz tief. Bisschen Kohle wieder. Die lasse ich mal schön stehen. Immerhin wissen wir, wo wir Kohle finden, falls wir sie suchen. So. Und jetzt buddeln. Wir waren ja noch mal tiefer. Da mussten wir ja wieder hoch wegen dem Lava. Jetzt sind wir auf 7. Also, wie gesagt, wir kommen gleich wieder am Tiefpunkt an. Nicht was anderes meinen. Vielleicht begegnen wir ja ihm. Jetzt fangen wir mal mit Assoziationsspielchen an. Wen meine ich mit ihm? Wen könnte ich hier unten mit ihm meinen? Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Ah! Shit! Uiuiui! Das war knapp. Huch! Ja, okay. 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 Ich glaube, wir haben Lava gefunden. Mal wieder. Wir finden irgendwie öfters Lava hier unten. Das scheint diese Tiefe an sich zu haben. Achso, ich wollte sagen, was flammt mir denn so den Arsch an? Komm, geh kaputt. So. Ja, nein. Gut, dann gehen wir halt noch eins höher. Bitte. So. Eisenspitzhacke. So. Jetzt aber, oder? Bitte. Danke. Jawohl, jetzt hat's geklappt. So, schauen wir mal. Wo sind wir dann hier jetzt, bitteschön? Okay. Hier scheint aber nichts Großartiges. Nichts Großartiges zu sein, oder? Täusche mich da jetzt. Drüben ist Obsidian. Sehe ich das richtig? Ich bin gerade unentschlossen. So, so, so. Ist das Obsidian? Ah, guck mal da, wir haben eine Wasserquelle gefunden. Das ist doch vielversprechend. So, das Lava kesseln wir gerade mal ein. Was soll ich jetzt machen? Und so, hier hoch. Das heißt, da können wir schon mal ein bisschen Obsidian abbauen auch. Das ist sehr gut. Aber ich habe Angst, jetzt hier in die Lava zu fallen. Also machen wir kurz zack. So, guck, guck. Aha, da höre ich doch wen. Zombie-Bert, hallö. Hallö, wow. Ist ja richtig. Also für die, die gerade nichts sehen, mir geht's nicht anders. So, pass mal auf. Erstmal hier hoch. Ja, nein, doch. Ja, nein. Hallo? Hallo? Da oben wer? Nein, scheint nicht so. Gut, dann setzen wir erstmal hier das Wasser aus der Kraft. Und dann tun wir erstmal in unser Hammelfleisch beißen. Ich ja schon wieder hier allerhöchste Eisenbahn. So, wieder weg. Bevor wir noch aus Versehen zu viel davon essen. Das wäre unangenehm. Erstmal gucken. Ach, blöde Fledermaus, geh weg. So, ich mach direkt hell, für alle, die nichts sehen. Oh, Zombie. Skelett meine ich natürlich. Ja, Stickangriff! So. Wieder ein Erfolg mehr. Der war total sneaky, habt ihr den gesehen? Also ich habe definitiv ein neues Höhlensystem entdeckt, was definitiv gut ist. Boah. Ihr könnt das, glaube ich, gerade leider nicht so ganz gut erkennen. Ein Creeper. Aber das sieht geil aus. Also hier lohnt es. Also hat es gelohnt, dass wir doch einmal quer gegraben haben. So. Jetzt nichts weiter außer Kies, hä? Nee, geht's auch noch weiter. Jo. Ist recht. Okay. Hallo? Es wird immer weiter und weiter. Was für eine Höhe sind wir? 21. Gibt's hier noch Diamanten? Ich glaube nicht. Und wir sind in der nächsten großen Höhle. Gut. Sehr gut. Ja, hier haben wir viel zu erkunden und ich habe jetzt schon Schiss. Also, hier machen wir mal kurze Sperre. Nur, dass wir uns vergewissern oder uns dran erinnern, dass wir da noch nicht waren. Dass wir die einfach nur gemacht haben, um hier hinten erstmal ein bisschen abzufarmen.
erstmal wieder hier schön das Eisen mitnehmen. Eins unserer wichtigsten Güter, grad mal. Juck, juck. So. So. Dann schauen wir mal. Gleich gilt es erstmal, die große Höhle da oben auszuleuchten. Das ist eine Fliefler Fledermaus. Na, lassen wir es mal am Leben. Gott. Hier, Höhlenerkundungsmusik hier. Ah, von hier kommt das Wasser. Hallo, Fledermaus. Droppst du mal mittlerweile was? Nein, natürlich nicht. Ja, komm, lass mich. Zack. Boah. So. Na, super. So, was anders. So. Da braucht das hier nicht mehr runterzulaufen. Können wir weg. Guck, guck, da bin ich. Warum so stöhnen? Gibt doch gar keinen Grund dazu. Ah, ein Uhr. Aber was du kannst, Kollege, das kann ich auch. Vergiss das nicht. Na komm. Uiuiui. Jetzt heißt es hier erstmal ausleuchten, weil wenn ich jetzt... wenn ich das vorhabe, was ich jetzt vorhabe, nämlich da runter zu gehen, in der Hoffnung, da unten etwas Diamant oder so in der... Meine Fresse, was habe ich hier für eine Höhle entdeckt? Was habe ich hier bloß entdeckt? Und tschüss. Oh, der hat noch überlebt. Drecksack. Komm her, Creeper. Geh bloß nicht einfach so in die Luft. Das wäre ganz uncool, wäre das. Haha! Skelettharnes hat's nicht gemerkt. Alles ausleuchten. Da hat was gebrannt. Lava. Okay, jetzt habe ich langsam ein Orientierungsproblem. Ah, da komme ich wieder da runter. Komme ich auch da runter. Also das da drüben ist die große Höhle. Yeah. Na, klasse. Klasse. Wird immer besser hier. Also jetzt muss ich mir gleich wieder ein System überlegen, wie ich das Ganze hier am cleversten angehe. Zack und tschüss. Genau. Du darfst dich ausnahmsweise mal in die Luft sprengen. Da ist wieder Eisen. Hier ist sowieso alles voll Eisen. Da war ich nicht. Jetzt muss ich erstmal den Weg zurückfinden. Sonst haben wir hier ein Problem. Da ist er nicht. Ja. Sieht das noch wer so wie ich gerade? So. Also, das hier ist die Höhle. Das habe ich gesehen, also musste ich da drüben irgendwo hin. Hä? Totale Verwirrung. Seitens des eines einsamen Metzels. Da drüben. Hier lang. Oder? Auch nicht. Hä? Jetzt habe ich es geschafft. Ich bin verwirrt. Ich bin so richtig tierisch verwirrt. Und vor lauter Verwirrung sammeln wir erstmal das Eisen ein. So, die Spitzhacke wieder raus. Gut. Ja, 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 ihr Piepmänner. Also, von da unten bin ich nicht gekommen. Da bin ich mir rechtlich sicher. Hier kann ich auch nicht gekommen sein. So, habe ich hier sonst noch irgendeinen Gang? So, hier bin ich schon hoch. Hier ist ja nix, genau. Also, da können wir mal hier rüber. Das sieht doch gut aus. Haha, jetzt kommen wir doch mal dahin, wo wir hinwollen. Ich hab's gefunden. Ich hab den Rückweg gefunden. Ja, haha. Gott sei Dank. Gut. Hier sind wir wieder rum. Hier sind wir zu Hause. Ach. Ach, ich hab die hier runtergefeuert. Okay. Der konnte nicht mehr lange überleben. Das war ja wohl ganz logisch. So, das ist Lava, von dem ich gekommen bin. Komm, lass mich hier hoch. Das Wasser lasse ich gekonnt stehen. Das ist ein sehr guter Anhaltspunkt für mich. Aber ich glaube, ich muss hier unten echt auch wieder ein paar Monumente setzen, eine kleine Markierung machen. Irgendwas.
Sonst komme ich hier nicht wieder raus. Das wird sonst sehr, sehr schwierig. So. Was habe ich denn mittlerweile? 30 schon wieder. Also ich... war das jetzt hier, wo ich eben abgesperrt hatte? Ja, genau. Hier war es, wo ich abgesperrt hatte. Gut. Dann machen wir das hier gerade mal anders. Dann sagen wir hier gerade mal so. So, das ist unsere Markierung jetzt für... Machen wir später. Ne? Das ist doch eigentlich ganz gut. So, das lasse ich offen. Dann heißt es jetzt wirklich erstmal hier gucken. Aber bei einem Blick auf die Uhr würde ich eher sagen, ist erstmal Zeit, die Folge zu beenden. Gut, meine lieben Freunde. Also, bei der Höhlentour machen wir nächste Folge definitiv weiter. Und ich würde sagen, ich halte es kurz. Wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss.